Silicon Valley sind wir in Kontakt gekommen mit. Ja, guten Tag. Ja, ich möchte mich auch bedanken dafür. Der arbeitet auch an dem Helmholtz-Institut in derselben Abteilung und ist der. Nächste bitte. Okay, so who are we? We are at the same time. In Deutsch. Okay, perfekt. Ich bin natürlich für eine Kulturaustauschwoche genau an Theo Berlin zwischen Deutschland und China. Und zum Beispiel, ich habe früher auch einen anderen Verein aufgebaut. Das Thema ist Umweltschutz und Energie. Also auch in der Katharina Adam. Sie ist also sehr stark im Bereich Blockchain-Technologie und auch Herr Professor Dr. Böttger, er ist Experte. Das ist ein Werbungsprojekt. Von der Werbungsgruppe. Für diese Wandlingsfrage, ich glaube, viele chinesische Unternehmen kommen zur Messe. Ja? Und zum Beispiel Jack Ma hat vor ein paar Jahren. Sie laden deutsche Professoren und Experten ein, die gehen nach China und bringen ihr Know-how an China. Die Chinesen kommen nach Deutschland, die bringen aber kein chinesisches Know-how mit, sondern werden hier das deutsche Know-how sorgen. Das verstehe ich nicht unter Austausch. Für mich heißt der Austausch auf dem Bildungs- und Wissenschaftssektor, was kann ich als Deutscher in China vor Ort von chinesischen Entwicklungsprofessoren in Projekten lernen oder vom Markt. Bisher sehe ich nur One Way. Das ist der Kreativität sind da gar keine Grenzen gesetzt. Das ist nur der erste Schritt. Es wird noch weitaus größere Funktionalität geben. Das glauben wir auch. Gott, vielen Dank. Erstmal ein bisschen. Danke. Das ist gut.